Also mal auf zum Schnellreisepunkt. Aber wir könnten uns einmal eben noch heilen. Wondi! Entschuldigung, Entschuldigung! Entschuldigung! Was immer euch erregt, kann ich doch mal was machen. Venedig! Oh Mist, ich weiß jetzt, ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt, wo jetzt das Ausrufezeichen war. Gehen wir mal zur Diebesgilde und von da aus dürfte das ja nicht weit sein. Oder? Falsches Menü. Oh, es geht. Es geht. Nee, keine Lust. Da haben wir noch zwei Schätze. Ich schätze mal, dass wir uns die Schätze mal eben holen, die auf der anderen Seite vom Gebäude sind. Ich bin ja schon weg. Warum immer so feindselig? Die sind wahrscheinlich hier im Gebäude. No, no, bleib mir von Leibe. Ja, die sind... Die sind im Gebäude, das heißt, wir brauchen mal eben kurz Verstärkung. Trollololololol. Das hat sich doch gelohnt. Nein, ich brauche keine medizinische Hilfe. Aber danke der Nachfrage. Das geht dich auch gar nichts an, warum ich das mache. Ich würde ja am liebsten wirklich noch ein paar Federn sammeln, wenn ich wüsste, wo die sind. Aber ich glaube, darauf... Okay. Ich will am liebsten noch ein paar Federn sammeln. Und da ist dann direkt eine. Okay. Schön. Kann das ab sofort bitte immer so laufen? So, ich möchte gerne ein paar Federn sammeln. Ich weiß aber nicht, wo sie sind. Schade, hat diesmal nicht geklappt. Darauf werde ich mich aber wirklich nur offscreen konzentrieren. Diese ganze Sucherei, das brauche ich nicht extra alles aufnehmen. Denke ich mal. Weil das würde einmal eben das Let's Play viel zu sehr in die Länge ziehen. Mein Rumgerenne hier macht, zieht das ja schon ziemlich in die Länge. Ach, seid doch alle ruhig. Versteckst du dich? So, der ist weg. Es hat keiner mitbekommen. Nein, 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 nein.
Gut, dass wir Heiltränke haben. Leonardo, mein Freund. Ezio, mein Gott, du lebst! Ist es wahr, man sagt, du hättest den Dogen getötet? Ich versuchte, ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Aha, die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. Ja, nice. Den Umgang mit der an der versteckten Klinge angebrachten Pistole üben. Wir haben die Pistole. Die Benutzung der Pistole erlernen. Versteckte Klinge aktualisiert. Und erstmal durchladen wie so eine Pumpgun. Ziele eliminieren. Nicht getroffen. Den Gegner als Ziel erfassen, dann Viereck drücken und festhalten, um zu schießen. Ach. Okay, dann kann ich die auch nicht treffen, wenn ich manuell noch zielen muss. Okay, nicht getroffen. Ich liebe diese Waffe jetzt schon. Zu Leonardos Werkstatt zurückkehren. Je länger sie festhalten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer. Ich liebe diese Waffe jetzt schon. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gern. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorso Duro. Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja. Und Ezio, du darfst dir heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Oh, bitte lass es nichts Albernes sein. Marco Barbarigo und Dante. Marco Barbarigo, obwohl das Größte für seinen Bruder Agostino vorbehalten war, hinterließ auch Marco seine Spur in der Geschichte Venedigs. Schon Tyrann, als er gerade laufen lernte, bekam Marco alles, was er wollte. Es gibt Akten über Juwelen, ganze Schiffsflotten, alles von seiner Familie bezahlt und alles direkt von ihm bestellt. Und dann ist da sein Privatleben. Anscheinend war Marcos Frau Carlotta einst mit seinem Leibwächter Dante Moro verheiratet. Dante war Hauptmann der Stadtwache und Erbe einer der renommiertesten Familien Venedigs. Marco war angeblich ein enger Freund, aber jetzt kommt's. Marco entscheidet, dass er Carlotta will. Aber im Katholizismus dauert eine Ehe, bis dass der Tod uns scheidet. Und Marco ist ein guter Katholik. Also
befiehlt er ein Attentat auf Dante. Dante wird 3-mal am Körper und 1-mal am Kopf getroffen. Aber er stirbt nicht. Er erholt sich, hat aber bleibende Gehirnschäden. Dante ist geistig behindert. Was macht also Marco? Er stellt Dante als persönlichen Leibwächter ein und bringt ihn dazu, eine Erklärung zu unterschreiben, damit die Ehe annulliert wird. Marco nimmt sich Carlotta und hält sich Dante als Leibsklaven. Ein netter Kerl. Wow. Wow. Ich muss sagen, ich weiß nicht warum, entweder mir kommt das nur so vor, aber die meisten Tyrannen sehen auch nach Tyrannen aus. So, Karnevalsmaske lässt sich für die Dauer des Karnevals inkognito bleiben. Okay, sieht jetzt nicht so albern aus. Ich habe schon befürchtet, dass jetzt irgendwas ganz Albernes als Maske kommt. Mann, der Barbarigo ist aber ja... Wow! Was für ein ekliger Mensch. Oh, Kugeln. Ist aber voll, schade. Bis dahin habe ich sicher etwas gefunden. Was für ein widerlicher Abschaum, der Barbarigo. Einige Pilger haben berichtet. Was die ganzen Pilger berichten, interessiert mich nicht. Rüber und hepp. Wer hat euch gelehrt, euch so zu benehmen? So, oh, nein, 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 oh. Das war knapp. Mann, der Leibwächter, der tut mir jetzt doch etwas leid. Geistig behindert gemacht? Durch das Attentat? Nachdem das fehlgeschlagen ist, geistig behindert geworden? Dank der Gehirnschäden? Und überschreibt ihn dann seine Frau. Und lässt sich darauf ein, als Leibsklave zu arbeiten. Ja, wahrscheinlich wusste er nicht mehr, was er da tat. Oder hielt das für richtig? Oh, ja, das ist ja mein Chef. Der wird ja schon recht haben. Alter, ist das eine widerliche Art und Weise. Oh, moin. Das tat sicher weh. Oh, ich würde einmal gerne die Pistole ausprobieren. Einmal. An irgendeinem Wachmann, der hier rumrennt. Der da hinten. Oh, und da ist eine Feder. Moin! Wie geil ist das denn? Hi! Hat keiner mitbekommen. Irgendwie diese Barbarigo-Familie, die scheint alle irgendwie ziemliche Arschlöcher gewesen zu sein. So, auf der Seite ist der Schatz. Einmal hier runter.
Dann hier hin. Nein, ich wollte hier runter. Da wollte ich mich eigentlich auf dem Weg nach unten eben festhalten an dem Gerüst. Bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora, darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt, kommt zu uns, Ezio. Trinkt. Trefft die Damen. Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld gestohlen. Nun, Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach. Ihm nach. Damen in Not, den Mörder verfolgen und eliminieren. Okay. So, wo ist er? Wo ist der Schweinehund? Komm nicht näher, Bruder, ich schlitze dich auf. Zwing mich nicht nochmal zu töten. Nicht nochmal? Nein, 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 nein. Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Ziel verloren. Was? Oh, so talentiert ist Ezio dann auch nicht. Wenn sie auf Dächern nicht die Warnung der Bogenschützen, ja, das wissen wir. Warum treffen wir ihn jetzt nicht? Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Alter! Ich möchte doch nicht ihn. Den. Da hinten möchte ich anvisieren. Danke. Es war nicht meine Schuld. Sie hat mich ausgelacht. Sie hat mich dazu getrieben. Schlitzt er hier jetzt eine Prostituierte nach der anderen auf? Weil wir ihn nicht vernünftig anvisieren können? So ein verdammter Wohltäter? Lass mich endlich! Okay, dann halt so. Ich wollte ihn eigentlich abknallen. Aber wenn das nicht so funktioniert, wie man es will, dann halt. Ach. Wir bleiben ja eh anonym. Also, von daher. Dafür hat er leider noch ein paar weitere Damen ermordet, weil ich zu unfähig war, den abzuknallen.
schon wieder über 27.000 in der Truhe. Das ist ja der Wahnsinn. Ach komm, wir verschwenden doch nicht unsere Munition jetzt. Ihr dürft nicht hier rein. Pech für dich. Ich bin aber hier. Ach, dich habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das wirst du nicht. Das wirst du nicht. Aber das. Au. Oder so. Ich wollte mich eigentlich da oben festhalten. Aber leider nicht weit genug gesprungen. Okay, erst anonym werden. Was ist das? Squero di San Trovato. Dieser kleine Platz wird als Bootswerft genutzt, um Gondeln zu bauen und zu reparieren. Das Haupttransportmittel Venedigs wird aus 8 verschiedenen Holzarten hergestellt. Mahagoni, Kirche, Fichte, Walnuss, Eiche, Ulme, Lärche und Linde. Eine Gondel besteht aus 280 Einzelteilen. Schön. Die linke Seite des Bootes ist länger als die rechte, was dem Gondoliere ermöglicht, die Gondel von links zu steuern, ohne dass das Boot die Richtung ändert. Außerdem stellt man so sicher, dass betrunkene Gondoliere ihre Passagiere nicht verletzen, während sie das Ruder von links nach rechts wechseln. Betrunkene Gondoliere? Was? Saufen? Im Dienst? So. Jetzt müssten wir wieder anonym sein. So, wo sind wir lang? Hier bin ich falsch. Hi. Man hat mich bestohlen. Hallo, die Dame. Ach nein. Junge, ich bin nicht mal auf dem Dach, also bleib mal ganz ruhig. Dann eben so. Wo ist er, dieser unfreundliche Mann? Da ist er. So, wir können hier lang. Und hier runter. Hui. Nur die beste Kleidung hier. Seide und fein gewobenes Leinen. So, jetzt aber. Einmal hier herum. Niemanden beklauen. Und rein da. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan.
Und dieser neue Templer-Doge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Ich nehme die Nummer 4. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Oho, eine Maske gewinnen. Da wäre ich doch dabei.